brandaktuell hat er einen Schweizer Rekord gebrochen, und zwar am 24. September ist das gewesen, im Berlin-Marathon ist er gelaufen in 2 Stunden 05:10 und ja, hat damit einen ganz speziellen Rekord auf die Beine gestellt. Und es freut mich außerordentlich, dass er da ist, dass er sich Zeit nimmt und dass er über seine Karriere redet. Einen grossen Applaus für den Tade Abraham! Lieber Tade, es freut mich ganz fest, dass du hier bist. Ich habe gerade von diesem Erlebnis am 24. September gesprochen. Wie war das für dich? Danke. Ja, Berlin war toll. Einfach toll. Und das ist, es war ein besonderer Moment. Also du hast diesen Rekord gebrochen. Wie wichtig ist es, dass diese Bestätigung, ich meine, du bist 41 Jahre jung, darf man sagen, noch so fit rennst bei den Jungen um die Ohren, und solche Rekorde zu brechen, das ist bedeutend, also das gibt dir viel. Nochmal, also für mich ist meistens die Journalisten ernähren sie mich, wie alt ich bin. Meistens, ich habe keine Zeit, auf die Alt zu schauen. Ich bin immer am Trainieren. Ja, ich denke, es ist eine große Bestätigung für die Leute sagen, zu spät. Und es ist nie spät, also kann man alles erreichen. Ja, für mich besonders, denke ein bisschen spät gekommene Früchte. Sonst, es ist die lange, viele Jahre gearbeitet habe, es kommt am Ende. So kann ich sagen. Und ja, Jahr ist nur Anzahl. Das ist so, und du beweist, dass du es top drauf hast. Aber ich möchte wissen, was ist dein Erfolgsrezept? Warum gelingt es dir, diese Rekorde zu brechen? Ich denke, es ist Selbstvertrauen. Mhm. Und es hart arbeiten und auch mental, man muss glauben. Und ja, also auf deine Arbeit und deine Profession Respekt zu haben. Und dann, wenn es so ist, denke ich, es gibt keine Geheimnisse. Du hast ja schon früh begonnen, Schritte zusammen, das darf man so sagen, aufgewachsen bist du ja in Eritrea. Und alles begonnen hat mit deinem Schulweg, mit deinem Schulweg. Ich habe gelesen, du musstest 20 Kilometer zur Schule laufen, stimmt das? Als Kind, ich bin in einem Bauernfamilie geboren und aufgewachsen, und kleines Dorf. Und wir hatten keine Schule bei uns in dem kleinen Dorf. Und jedes Kind muss ein bisschen weit laufen, in der Schule zu gehen. Und eine von denen bin ich da, und meistens wir sind in Arbeit, und dann ja, die Eltern brauchen immer mehr Zeit zu helfen. Und am Schluss sind wir spät, dann musst du laufen, dass du nicht schnell in der Schule ankommen. Und deswegen sind wir fast jeden Tag, jede Zeit, sind wir am Laufen, und bei Arbeit auch alles manuell. Und wir haben keine Maschine, keine, ja, wie wir hier haben. Und deswegen ist da, ja, jeden Tag sind wir am Rennen. Aber bist du damals gerne schon gelaufen? Also hast du das gerne gemacht, oder ist es erst später dann zu einer Passion geworden? Schwierig zu sagen, gerne, weil wir haben keine Wahl. Also wir haben keine mehr. Ja, die einzige Möglichkeit, musst du laufen, sonst keine Chance. Aber es gab bestimmt gewisse, die weniger gerne gelaufen sind. Und du wahrscheinlich ein bisschen lieber, oder? Also, wann hast du diese Passion entdeckt? Ui, es kann mehr werden mit dem Laufen. Ich denke, ich hatte keine Lust zum Laufen, bis ich Profi geworden, weil mein Hobby ist Velo. Ich bin immer noch begeistert von Velo, und ich wollte Velofahrer werden. Aber ich habe angefangen, und dann im Training hatte ich einen Unfall gehabt, wo mein Velo wirklich kaputt ist. Und dann auch in der Schule muss ich zu Fuß gehen, und das ist so 15 bis 20 Kilometer.
Meine Eltern hatten kein Geld, um neues Velo zu kaufen. Ja, wie ich gesagt habe, wenn du spät kommst, dann hast du Strafe, dann musst du laufen, dass du nicht Strafe bekommst. 2004 hast du dich nach der Cross-WM in Brüssel in die Schweiz abgesetzt. Magst du dich noch an diese Zeit erinnern? Wie hat dir die Schweiz dort gefallen? Sehr hart. Ja, es war hart für mich, die Kultur. Ich bin 20 Jahre alt in der Schweiz gekommen und ich kenne niemanden. Ich hatte keine Ahnung auf die Sprache und Kultur. Also es ist schwierig, wenn man 22 Jahre alt ist und lernt wie ein Kind. Es ist schon hart, auch im Kopf ist hart. Aber ja, ich habe fest geglaubt, dass ich jetzt bin ich ein Kind und muss ich alles lernen wie neu. Und ja, das lohnt dann am Schluss. Eben, du hast an dich geglaubt, hast gesagt, das Selbstvertrauen, du warst ehrgeizig, konntest dich integrieren 2014 an die Schweizer Staatsbürgerschaft. Aber ich denke, dieser Mut, dieser Ehrgeiz, das hat sich belohnt und das hat dich zu dem Mensch gemacht, der du heute bist. Ja, diese alles, was ich gemacht habe seit Jahren, hat mir geholfen oder gepusht, wo ich jetzt bin. Und danke meinen Philosophie oder meinen Arbeit auch, dass ich jetzt bin. Und ich bin stolz auf das. Und wir haben vorhin schon gesprochen, das Mentale, das ist ja etwas ganz Wichtiges. Also das hat dich wahrscheinlich dein Leben lang begleitet und jetzt auch im Spitzensport. Ohne das Mentale geht es nicht. Also ich denke auch im Rennen, dass der Kopf mitmacht, das ist extrem wichtig. Ja, ich kann nur über Leichtathletik oder Marathon sprechen, aber ich denke, überall, bei allen Stufen ist so, man muss im Kopf zuerst glauben, dass was muss machen und dann auf die Arbeit gehen. Und bei mir ist immer so, im Kopf muss ich studieren und daran denken, ob ich mache oder nicht. Sonst will ich nicht meine Zeit verlieren und dann kann ich andere Sachen machen. Darum ist es so, ja. Du hast vorhin über deine erste Passion gesprochen, über das Fahrradfahren. Wie viel Zeit hast du jetzt noch, um aufs Velo zu steigen und eine Tour zu machen? Ich mache immer noch. Also es ist jetzt eher ein bisschen gefährlich geworden für mich, weil ich bin Profiläufer, nicht Profi Velofahrer und gibt viele Techniken, wo ich kann nicht machen, zum Beispiel Velofahren ist stark ein bisschen gefährlich für mich, wenn ich Sturz wird und so, aber nach dem Marathon und manchmal für Spaß mit Freunden mache ich ja kleines Ausflug. Und du bist ja nicht nur eben am Rennen und am Fahrradfahren, sondern auch auf dem Fußballplatz ab und zu. Du hast mir verraten, du hast einen 12-jährigen Sohn, der wird bald 13 und der ist ein Fußballspieler. Ja, er ist ein großer Fan von Fußball und er ist in einer Akademie. Und als Vater muss ich schon gehen mit ihm und ein bisschen unterstützen. Ich bin ein guter Beobachter oder ich bin gut zum Schauen, aber nicht zum Spielen. Aber es gefällt dir zum Zuschauen. Ist ja ein Mannschaftssport und schaust du auch gerne zu? Für mich, ich kann nur vielleicht WM oder EM so schauen, aber ehrlich zu sagen, ich bin nicht so großer Fan von Fußball. Aber dein Sohn, ist er ab und zu auch mit dir unterwegs und dann geht ihr zusammen rennen? Gibt's das auch? Ja, er geht dreimal pro Woche ins Verein Leichtathletik und ich gehe gerne mit ihm und manchmal auch, wir laufen zusammen mit ihm. Sehr gut. Ich möchte noch über deine jetzige Situation sprechen und zwar hast du ja diesen Rekord gebrochen. Was steht momentan an? Ich meine, das war im Ende September. Was ist seit dieser Zeit passiert? Du konntest sicher auch ein bisschen Pause machen. Ja, wie heute hier sind wir, gibt auch viele Events, die
gerne haben und ich bin mega happy, dass ich bei den verschiedenen Events teilzunehmen, wenn ich Zeit habe. Und ja, ich, so können wir auch die Beziehung zwischen Sportler und Fan aufbauen können. Ja, dann ja, es, paar Events passiert und ich habe immer noch auch ein paar Termine. Es macht mir wirklich Spaß und auf der Seite, ich trainiere schon für die Stadtläufe Weihnachtslauf. Wie fest freust du dich dann, wenn es wieder zu diesen Läufen kommt? Die Weihnachtslauf, die sind, ja, also ich habe riesig Freude, weil jeden Schritt oder jeden Kilometer laufe ich. Ich bin auf Weihnachtslauf, dann man muss auch natürlich auf die Geschenk denken und ja, deswegen dann muss man schnell laufen und schnell direkt die Geschenke auch einkaufen. Genau. Du rennst wahrscheinlich am schnellsten durch die Läden. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ich finde es wahnsinnig inspirierend, wenn man auf deine Karriere zurückblickt und dass du so fit bist und mit solch einer Passion diesen Sport ausübst. Was erhofft man sich für die nächsten Jahre? Ich denke, als Tadej, ich bin sehr dankbar, was ich gemacht habe. Ich kann dir definitiv sagen, alle meine Ziele habe ich erreicht, obwohl ich Olympiasieger geworden bin. Aber mein Niveau, wo ich wollte erreichen, habe ich meine Ziele erreicht und jetzt gerade nochmal meinen eigenen Schweizer Rekord verbessert und auch die Olympia-Limit für die zweite Mal gemacht und nächstes Jahr steht Paris. Mhm. Ich freue mich wirklich riesig auf Paris Olympia und das wird meine dritte Olympia und ich bin stolz und freue mich auf Paris. Ja, ich glaube, wir können sagen, Sie sind wahnsinnig stolz. Also, dank ihm hat er verlebt. Der Schweizer Rekord am Berlin-Marathon mit diesen 2 Stunden 0:15 ist ein Weltrekord gewesen, in der Master-Weltrekord-Kategorie M40-Läufer. Das sind sämtliche Läufer über 40 Jahre. Ich weiß, du sprichst nicht gerne über das, aber es ist bemerkenswert, wie du den Jungen um die Ohren rennst und beweist, dass man einfach, wenn man Vollgas gibt, das belohnt wird. Eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit bist du und ich würde sagen, wir wünschen ihm auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, sei es als Läufer, als Spitzensportler, aber auch als Familienvater, der auf dem Fußballplatz alles gibt und ja, wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja noch da am Unstand und man kann Fotos machen, Autogramm und sich noch ein bisschen unterhalten mit dir, aber ich würde sagen, danke vielmals für alles, was du für unser Land gemacht hast, für den Schweizer Sport und wünschen dir von Herzen nur das Beste für die Zukunft. Ein grosser Applaus für Tadej Abraham. Dankeschön.